Willkommen zurück zu Straight to Onyx. Wir haben die ersten beiden Spiele hinter uns gebracht. Einen knappen Loss am Anfang, bei dem wir uns erstmal warm spielen mussten. Aber jetzt, das letzte Spiel haben wir gewonnen. Und ich habe mir nochmal die Stats angesehen, was besonders gut war. Hier, ich habe Simons Stats offen. 4 Sniper-Schüsse. Nein, die sind aber gut. So. Ja, du kannst sie mich mal detailliert ansehen. Ah, okay. 3 Sniper-Headshots ist sehr gut. Und 1 Snapshot. Das heißt, wenn man unangezoomt jemanden erschießt. Es war aber auch eine gute Position, weil das war dieser lange Gang. Du hast kurz vorher rechts gesehen. Ah, da laufen sie durch. Die haben dich aber nicht gesehen, weil es nur ein kurzes Zeitfenster war. Und das war wirklich einfach. Also, wenn wir jemals wieder in dieser Location spielen, finde ich, ist das auf jeden Fall unser Standard-Slot. So, ich kann da sehr gut. Genau. Aber und dann ging es halt bergab. Also, da dann war dieses Chaos. Ding. Genau, da werde ich auch gleich ein bisschen drauf eingehen. Okay. Ich habe hier so eine grobe Map aufgemacht. Ja, eine grobe Skizze von der Map. Und was Budi sehr gut gemacht hat, Budi, du hast 9 Unterstützungen. Das heißt, du hast 9 bei 9 Kills, die wir gemacht haben, hast du assistiert. Und das ist wirklich wichtig, weil das kann man nicht oft genug sagen. Es ist wichtig, wenn man in einem Fight ist, dass jemand mitschießt, weil dann gewinnt man den Fight. Weil wenn die Person nicht mitschießt, dann verliert man meistens. Und es ist echt oft so, dass wenn Leute mitballern, dann gewinnt man das Match auch. So, wir machen jetzt ganz kurz eine Übersicht. Also, das hier war die Map Molten. Ich kann hier mal Molten drüber schreiben. Beide gelobt, hast du das mitgekriegt? Ja, der macht's richtig, hat aber auch gelernt. Wir haben auch gewonnen, da gibt's auch Lob. Ja, ja, so. Stimmt, wir haben nichts falsch gemacht. Ja, also, das hier ist die Map, nur ganz grob. Wir sind hier in Control gespawnt. Das war Control, das war dieser Raum. Und da habe ich gesagt, am Anfang, da ist dieser enge Gang, der sollte die Granaten durchwerfen. Habt ihr auch alle gemacht, das war sehr gut. Wir haben die Granaten hier durchgeworfen und die Gegner sind hier gespawnt. Das hier ist, das nennt man Molten oder Ofen. Diesen Bereich, da ist dieser glühende Lava-Ball hier. So, wir haben die Granaten hier durchgeworfen. Die haben wahrscheinlich gesehen, okay, dieser Gang hier ist komplett blockiert. Da werden wir nicht durchkommen. Die werfen Granaten, schießen da durch. Das heißt, die haben uns dann umlaufen. Einer ist hier über die Seite gekommen, durch dieses Fenster. Und einer ist unten lang gekommen, von hinten in uns rein. So, normalerweise, wenn man nicht ein gutes, gegen nicht ein gutes Team spielt, dann rennen die erstmal wie die Schafe hier vorne rein. Wir killen die mit den Granaten, alles super. Die haben aber gewusst, was sie machen, also haben es gecheckt und sehr gut darauf reagiert, haben uns umlaufen und haben dann den ersten Kampf gewonnen. So, dann, hier ist die Sniper, die Simon dann hatte. Und wir haben uns dann hier so lockiert, also hier so aufgestellt, dass hier ist dieses Sniperhaus. Und Simon war halt hier und konnte die Leute hier snipen, die hier aus dem Fenster geguckt haben, konnte die Leute snipen, die hier in dieser Corner waren, konnte halt überall snipen. Und vor allem, ich hatte einen gewissen Schutz, also ich konnte direkt in den Schutz. Weil wenn ich dann immer anschieße, gehst du einfach wieder zurück in dieses Häuschen und du bist safe. Es können zwar Granaten kommen, aber ist halt so. So. Und wir anderen, unser Job ist es normalerweise, ist es in Halo so, der Spieler mit der Power-Weapon wird von allen anderen geschützt. Also der die Power-Weapon hat, der hat ja das Potenzial, die meisten Kills zu machen oder die sichersten Kills. Und das heißt, die Aufgabe der anderen Spieler muss es dann sein, diesen Spieler zu beschützen. Und das bedeutet, dieser hintere Treppenaufgang muss von einem Spieler überwacht werden. Und der muss jetzt nicht alle killen, die von hinten kommen. Aber wenn die kommen, wirft eine Granate, hält die erstmal zurück und macht den Call-Out, von hinten kommt jemand. So. Einer könnte hier an der Ecke stehen. Da wir ja die Sniper haben, hat der keine direkte Gefahr, dass er weggesniped wird. Aber die Ecke ist offen, oder? Genau, diese Ecke hier ist offen. Das habe ich jetzt nur, das ist nur ein Geländer. Okay, genau, und das hier ist im Prinzip dieses Haus. Ja. Also das hier ist dieses Haus. So, ein Spieler steht hier. Simon, der Sniper, schaut die langen Wege lang. Mhm. Und ein Spieler ist noch hier. Das heißt, wenn hier einer langkommt und Simon kann ihn nicht direkt snipen, wenn der pusht, haben wir trotzdem noch hier einen Spieler, der Druck aufbauen kann. So. Und das ist dann das Setup für diese Map. Man muss jetzt aber auch sagen, das ist ein sehr kleiner Raum. Das heißt, Granaten funktionieren gut. Wenn die jetzt wissen, was sie machen, werfen die uns alle gleichzeitig Granaten in das Haus und wir sterben alle gleichzeitig. Mhm. Und das ist halt gefährlich. Das heißt, man muss sich immer ein bisschen auf den Gegner einstellen. Ja. Und dann halt reagieren. Was mir, also was wir beim nächsten Mal nochmal irgendwie definieren müssen, ist, wo man hinrennt, wenn eine Granate kommt. Ja. Wo der sicherste Fleck ist. So, dass wir bestenfalls zusammen woanders hinflüchten. Genau. Also die Frage ist nämlich immer hier, von wo kommt die Granate und wo schlägt die auf? Also wenn wir dieses Haus hier haben und die werfen Granaten in das Haus, dann ist eigentlich Task Nummer 1, aus diesem Haus rauszukommen. Man muss dann hier um die Ecke und man kann sich hier zurückziehen. Weil die Granaten, die von hier reinfliegen, die sieht man lange fliegen, kann ausweichen. Wenn man merkt, die erste Granate fliegt ins Haus, ich bin No-Shield, dann muss man entweder das Risiko eingehen, No-Shield rauszurennen, man riskiert einen Headshot, oder man riskiert, dass man die Granate fängt. Also das ist halt immer so ein Trade-off. Es gibt keine Möglichkeit, sich immer komplett zu schützen. Okay. Ja, aber lief schon mal gut. Das heißt, wenn die Map nochmal kommt, versuchen wir, diesen Bereich zu halten. Aber es ist nicht so leicht. Aber haben wir auch selbst gemerkt. Wir waren einmal gut aufgestellt, haben richtig viele Kills gemacht. Wir haben uns einen sehr guten Vorsprung aufgebaut. Und dann kamen die nochmal ein bisschen zurück. Was mir daran gefällt,
wenn man es dann hat, so einen Druck aufzubauen, dass das die Gegner halt auch total wütend macht und genau. Man dann schnell in diesen Modus kommt, wo sie nicht raffen, dass sie einen nach dem anderen immer wieder reinschicken. Und genau, weil das ist uns ja auch passiert. Also ja. Passiert, glaube ich, dem Besten, dass man dann einfach rot wird und ja, hinrennt. Und dann einfach, man will einfach rein. Ja, genau. Du willst jetzt irgendwen killen und die da rauskriegen, egal was es kostet. Und da macht man auf jeden Fall einen guten Trade-off. Ja, und diesen Tilt-Modus sollte man vermeiden als Spieler. Also ich weiß das selbst. Man will, hau dir jetzt hier eine. Aber im Prinzip, man hat selbst nichts davon, wenn man dann einfach dann immer wieder reinrennt. Ja. Lieber beim Team bleiben, dann entspannen, das Spiel Geschwindigkeit rausnehmen und dann gemeinsam spielen. Okay, wir spielen jetzt wieder auf einer sehr kleinen Map. Die ist im Prinzip die Variation davon, aber die sehen sich nicht besonders ähnlich. Aber es gibt, in Halo haben die es so gemacht, dass sie immer so eine Map nehmen und dann die remaken im selben Teil. Und das ist jetzt das Remake davon. Es gibt einen Innenbereich und es gibt einen Außenbereich. Normalerweise im Idealfall hält man den Innenbereich, weil da ist die Sniper und die Unsichtbarkeit. Hier gibt es diesen Plasma-Caster. Das ist wie so ein Raketenwerfer mit so Bouncy-Plasma-Shots. Geht auch schon direkt los. Ja, lass uns einfach mal starten. Leute, viel Erfolg. Wir versuchen jetzt erstmal hier die Sniper und die Unsichtbarkeit zu holen. So, da springt ja direkt schon einer rein. Und den haben wir auch schon. Und einer ist oben bei der Snipe. Der hat die. Der ist weak. Ja, ich mache jetzt die Callouts. Aber ist ihr weg. Wisst, Fischer hat ihn weggenadet. Sehr gut. Ihr kennt die Map halt noch nicht. Ich mache die Callouts trotzdem. Vielleicht bleibt der irgendwie dann was hängen fürs nächste Mal oder so. Ja. So. Also beim Plasma-Caster ist einer. Den habe ich. Der ist down. Ich werde den Plasma-Caster jetzt wegnehmen. Und das bedeutet dann, wir haben auf jeden Fall eine Power-Weapon schon mal safe. Marius ist gestorben. Ich weiß nicht, ob er die Sniper hatte. Oder hatte jemand von euch die Sniper? Nee, Simon und ich sind hier oben auf dem Plateau. Der Sniper ist im Keller gestorben gerade. Den habe ich gerade gekillt. Soll ich da hin? Nee. Okay. Das spawnen die nämlich. Also ich lasse die als... Oh, nee, okay. Achtung, von der Seite kommt jemand. Da ist ein Unsichtbarer. Der Unsichtbare ist noch auf der Map. Der ist auf Engine 2. Der ist jetzt da, wo ich gestorben bin. Der nimmt den Plasma-Caster. Haltet Abstand. Der ist auf Engine... Ich weiß nicht, Engine 2. Wisst ihr, was? Ja, hinter dir, Simon. Hinter dir kommt einer. Okay, ich hau ab. Oh Gott. Mantle hat ihn. Ja, ich habe ihn noch nicht. Er ist runtergefallen. So, warte, ruhig bleiben. Der ist noch irgendwo hier, der Unsichtbare. Der ist unter uns. Oh Gott, ich bin gerade ausgewichen. Und ich kill ihn auch noch. Jawohl. Okay, unter mir ist noch einer. Okay, ich habe getradet. So, 8-5. Also, jetzt... Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie wir das jetzt hier spielen sollen. Wir müssen erst noch ein bisschen im Flow bekommen. Ja. Und dann können wir entscheiden, ob wir uns irgendwohin zurückziehen. Versucht auf jeden Fall immer in der Nähe von Marius zu bleiben und dass ihr beide auch zusammen bleibt. Ich hab einen gekriegt. Einer ist auf der Snipe. Einer steht da, wo die Snipe ist. Den hab ich. Einen. Der ist tot. Okay, die schießen oben bei euch in den Tower rein. Ja, da war ich gerade. Ja, im Bunker, wo wir gespawnt sind, ist übrigens auch einer. Der rennt jetzt nach hinten weg. Einen hab ich. Der andere ist weak. Da kriege ich nicht. Einer ist auf Engine 2. Das ist da, wo der Unsichtbare war, Buddy, der dich gekillt hat. Der war nicht unsichtbar, leider. Wo, vorhin der Typ, der dich erschlagen hat von hinten. Ah, okay. Mantle, wir kommen zu dir, ne? Ja, okay, alles klar. Okay. Hier ist aber, glaube ich, noch einer. Einen habe ich gekillt, der kommt jetzt hoch. Ich brauche Hilfe. Hab ihn, kein Problem. Ich komm von unten, da wo der Gegner war. Ja, die Naden jetzt hier. Achtung, Autsch, Nate hat mich erwischt, ziemlich hart sogar. Geh ein bisschen in die... Geht in Deckung, lass dich schön wieder aufladen, wenn ihr angeschlagen seid. Achtung, Granate, scheiße! Ich dachte, die fällt runter. Unter mir ist einer. Hab einen. Sehr gut. Achtung jetzt, wer ist hier neben mir? Weiß ich nicht. Das hier ist einer von euch. Versucht wieder nach oben zu kommen. Nach oben? Genau, es ist immer besser, höher zu stehen. Also nicht ganz unten auf dem Ground zu kämpfen. Im Tower ist einer drin. Und unter uns ist einer. Unter uns ist einer hier an der... Ey, ach, die Waffe ist leer! So eine Scheiße! Ich schieß mit, Simon. Schrotflinte in der Hand und zweimal gedrückt. Oh. Ah, okay. Bleibt zusammen. Bisher läuft es gut. Es läuft gut. Schön. Achtung, einer schießt hier mit dem Plasma-Caster. Ein bisschen zurückfallen lassen. Von hinten mitschießen. Wenn ihr von weiter weg mitschießt, benutzt gerne die Pistole von näher dran. Oh, hier ist einer bei mir. Ich hab ihn. Scheiße! Er ist tot. Das ist gut. Oh, ich hab ihn. Okay. Ich würde danach gerne mal ganz kurz ein Custom Game mit euch machen, wo wir die Waffen mal ganz kurz. Okay, ich hab den Sniper. Okay, sehr gut, sehr gut. Wo ist er wo? Okay, Simon. Ich bin weiter weg gerade, auf der anderen Seite. Ich bin runtergefallen, hinter dir kam einer. Oh, okay. Ich bin in ein Loch gefallen. Boah. Oh, der eine Scheiße. Ich muss ein bisschen Deckung gehen. Wir rutschen hier die. Ich brauche jetzt Hilfe! Hilfe! Oh, ich hab gerade mein Mikro ausgezogen, sorry, Jungs. Oh Mann. Ich war da, ich habe einen anderen weggesnappt, aber das sind zwei. Okay, Mann, ich muss jetzt aber mit dem Mikro fixieren. Ruhig bleiben. Die haben die Sniper wieder. Ja.
Einer springt auf Engine 2 und einer ist Engine 1. Einer ist unten drunter. Okay, der wird aber sterben. Im Bunker ist einer drin. Im Bunker, wo wir gespawnt sind, ist einer drin mit der Sniper übrigens. Fuck! Ja, genau, der da. Den genau, wollte ich gerade ab. Da wollte ich quasi weg. So, Achtung, wir müssen jetzt wieder anfangen, zusammen zu spielen. Ja, genau. So, also jetzt hier zusammenbleiben. Einer ist weak. Der ist. Oh, der ist nicht down. Der rennt hier außen rum. Oh, ich, Simon, ich spawn aber auch ewig weit von euch weg. Ich versuche zu euch zu kommen. Unbelastet. Oh mein Gott, ich habe dich geschlagen. Aber du hast überlebt. Okay. Ich habe ihn dafür geschlagen. Ja, sehr gut. Und sehr gut. Oh, von unten kommt einer. Hinter dir! Sehr gut, sehr guter Callout. Sniper. Ich hab die Sniper, die nehme ich jetzt mal ganz kurz und schieß mal jemanden ins Gesicht. Ja, das ist okay, weil die Waffe, die ich gerade habe, die will ich auch behalten. Ja, okay. Hier hinter mir, wir sind die? Oh, die sind hier. Oh, einer hab ich. Die Sniper liegt ja absolutes Todesloch hier. Das hier ist total das Massaker. Ja, schade. Scheiße, der ist schwach. Hab ihn. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, ihr seht, die Map ist sehr eng. Man kann da jetzt nicht. Okay, hier, einer rennt mir in die Arme. Okay, den habe ich auch. So. Okay, das ist er weg. Oben im Tower ist einer drin, in Tower 2. Ich bin schwach, ich kann jetzt gerade nicht. Ja, komm, lauf zurück, ich bin da, Mental, ich bin da. Okay, ich brauche irgendwann mal ein Schlagtraining. Ich verkacke die Schläge. Ah, oh, shit! Das machen wir nämlich gleich. Runtergefallen. Unnötig. Okay. Mental, ich muss mich zurückziehen. Einer rennt außen lang. Vorsicht, die sind hinter euch jetzt. Budi, neben dir, hinter dir, Mental, hinter dir. Ich hab beide. Kam auch noch. Sorry, ja. Aber nee, nee, nicht sorry. Ist einer bei mir? Okay, lass sie uns hier holen. Ja, genau. Schön zusammenfighten. Hier bei mir. Genau, wir kommen zu euch. Lass euch ein bisschen zurückfallen, wenn ihr schwach seid. Sehr gut. Ich komm dazu. Ich bin auch bei euch. Oben. Achtung, ja, ich seh ihn. Okay, weg ist er. Oben in dem Tunnel drin. Der steht bei euch um die Ecke, Simon. Vorsicht. Den hab ich doch schon. Nein, da ist noch einer. Der duckt sich hier. Man sieht auf meinem Bildschirm. Der duckt sich genau in dieser Ecke. Genau da steht er. Okay, ich hab ihn! Sehr gut, genau so. Nee, Fischer hat ihn. Okay, ja, wir haben ihn. Hauptsache, er ist tot. Sehr gut. Okay, einen hab ich hier noch. Okay. Läuft. Gut, zusammenbleiben. Schön zusammenbleiben. Die Naden jetzt hier, die sind im Bunker wieder gespawnt. Wo seid ihr? Ihr seid hier. Genau, schön aufstellen. Gegenüber ist einer. Der kommt uns jetzt entgegen. Boah, Kontakt, ist einer bei uns? Hab ihn. Okay, einen erwischt. Okay. Scheiße, jetzt werde ich beschossen, ich hau ab. Oh nein, ich fall runter. Wir können auch, immer bringe ich mich selbst um. Granate, Vorsicht. Okay. Ja, Granaten werfen die rein. Ich weiß nicht, ob die Position hier so gut ist, um sie zu halten, muss ich ganz ehrlich. Ich okay, sehen gleich 25, ist aber gut. Wir haben noch ordentlich Okay, den habe ich. Und hier, neben mir ist einer, ich brauche Hilfe. Ja, bin da. Oh, sehr gut, danke. Noch einer, vorsichtig. Ich muss zurückziehen von rechts, vom, ich weiß nicht, Bunker oder was das heißt. Ja, das könnte sein, dass er vom Bunker. Ich weiß es halt gerade nicht. Versuchen wir mal in den Tower zu kommen, Jungs, komm. Kontakt oben da, wo wir in der Mitte standen. Fuck, er hat mich weggesnappt. Okay, warte, wir sind hinter dir. Also mit Blick auf Mittelgang, genau, da ist einer. Einer ist hinter mir. Achtung, er schießt. Oh, kriegst du den? Sauber. Jawohl, Marius hat ihn bekommen. Da ist noch einer, schieß ihn zu Klump. Jawohl. Schießen zu Klump. Hinter euch! Hinter von oben. Viel. Ja, der hat den Plasmacaster gehabt, da hat man keine Chance. Scheiße. 41, 29, wir machen die richtig kaputt. Machen wir die. So, also, jetzt hier nochmal sammeln. Budi, ich bin hinter dir, schieß jetzt mit, ich komme dazu, ich wechsle mich mit dir ab. Oh, der ist stark, der hat mich. Und er ist nicht gestorben, der müsste ganz schwach da vorne sein. Ja, Vorsicht! Oh, shit! Nicht in diese Splinter, genau. Achtung, unsichtbar, ja, du hast ihn. Oben auf der Balustrade, sehr gut. Muss ich kurz ausruhen? 43. Im Keller ist einer, den habe ich bekommen. Okay, trotzdem zusammenbleiben. Hier ist einer mit einer Shotgun. Den haben wir! Ja, hier ist einer mit einer Shotgun bei der Snipe. Bitte nicht hier reinrennen, in den Tunnel. Da, wo ich stehe, nicht in den Tunnel rennen, da ist einer mit der Shotgun, steht da drin. Der wartet nur drauf, dass wir da reinrennen. Ist draußen jemand? Mental, Fischer hinter dir. Ah, Fischer, toll. Oh Gott. Oh, ich hab den bekommen. Sehr, sehr gut. Oh, fuck. Ich krieg den, Bruder. Ich krieg den. Ich hab ihn auch getradet. Trade. So, okay, 47, 35. Okay. So, genau. Simon, du bist da unten. Ich komm irgendwie gerade nicht. Kommst du nicht hoch? Alter, komm, das ist doch. Also Mann, diese Granaten. Man kann hochklemmern. Also, man kann hochspringen, dann muss man sich halt nochmal springen drücken, damit man da rauskommt aus diesem Loch. Ja, ich habe mich nicht getraut wegen dem Abgrund. Aber, aber ich bin eh uns dumm in die Granate reingerannt. Okay, ich bin auch gerade richtig dumm in eine Granate reingelaufen. Ah, so. Hier ist noch unsichtbarer bei mir, oder? Könnte es aber nicht unserer sein? Ich will mal einen Plasma-Granatenwerfer, ich komme jetzt langsam zu euch. Genau. Simon, versuch bei Marius zu bleiben, ich komme jetzt nämlich auch zu euch. Ey, ich verkack's gerade so sehr. Macht euch keinen Stress jetzt. Wir gewinnen das Match, darum geht's. Und danach machen wir mal ein ganz kurzes Waffen-Tutorial. Ich erkläre euch vielleicht noch ein paar Tricks, die man anwenden kann. Hier,
Noch einen noch. Ja, einen kriegen wir jetzt noch. Hoffe ich. So, ich habe die Shotgun. Warte mal, vielleicht kommen die hier um die Ecke. Da ist einer. Krieg ich, den haben wir. So, okay, sauber, Jungs. Na. So, also, ich glaube, viele Zweikämpfe, die verloren werden, vielleicht liegt es daran, dass ihr nicht ganz genau wisst, in welcher Situation vielleicht welche Reaktion die beste ist. Und deswegen, ich verziehe zum Beispiel tierisch beim Schießen. Es nervt mich so immer so, ich schieße und dann merke ich, ich will lenken und... Ja, genau, deswegen, da muss man immer so halt leicht justieren. Und oft ist es nicht ratsam, über die Zielentaste zu justieren, sondern über den Lauf. Ja. Weil wenn man läuft, hat man so einen ganz leichten nur. Und wenn du jemanden siehst und der bewegt sich leicht zur Seite, dann ist es besser, nicht hinterher zu ziehen, weil sonst ziehst du vorbei. Ja. Du läufst mit, damit du auf einer Höhe bleibst. Sollen wir echt Waffentutorial machen? Ja, oder? Ganz kurz, okay. Würde ich gerne machen. Haben nur noch 14 Minuten, also ein Match müssen wir ja noch schaffen, oder eigentlich? Ja, ist dann komplett durch? Nein, aber bevor wir jetzt nur ein Waffentutorial machen... Nee, ich will nur euch mal ganz kurz was zeigen. Mhm. Also, gehen mal ganz kurz. Du weißt schon, was wichtig ist. Ja, weil es ist schon wichtig, wir machen mal Kolosseum. Macht euch mal bitte in ein verschiedenes Team. Also, oder ich mache mich in ein anderes Team in Blau, dann kann ich euch nämlich schlagen und ihr könnt mich schlagen. Okay. Und wir starten direkt. Und ich erkläre euch jetzt schon mal, worauf es ankommt. Nämlich der Zeitpunkt, wenn man in ein Engagement geht und man die Möglichkeit hat zu schlagen. Wann schlage ich? So, wenn ihr die Pistole benutzt. Die solltet ihr ab und zu auch mal benutzen. Simon, du benutzt die nicht so gerne, ne? Nee, ich habe immer das Gefühl, die ist underpowered, aber... Ja, die Pistole ist... Also ich benutze die nur, aber weil ich halt einen relativ sicheren Schuss habe. Aber wenn man halt nicht sich sicher ist, dass man mit der Pistole alles trifft, lieber die Assault Rifle benutzen. In Close Quarter Combats, also wenn man nah dran ist, sowieso immer die Assault Rifle benutzen, weil du haust den Gegner sofort aus dem Zoom und der ist im Stress und du haust ihn tot. So, mit der Pistole aber. Wenn ihr die Pistole habt, ihr braucht 3 Schüsse... und einen Schlag, um einen zu killen. Das heißt, wenn einer auf euch zuläuft und ihr schießt einmal, ihr schießt zweimal, ihr seid schon in Schlagreichweite, nicht schlagen. Ihr müsst noch einmal schießen und dann schlagen, weil wenn ihr schießt, schlagt, müsst ihr nochmal schießen und das dauert viel länger. Also, ihr müsst jetzt mit allen Waffen lernen, wann kann ich schlagen, dass er sofort stirbt. Ja. So, die Pistole. Ich muss mal mit der Pistole lernen. Genau, ich komme jetzt zu euch. Ich komme jetzt zu euch. Bleibt einfach da. Ihr seid in Red Base gespawnt wahrscheinlich. Ja, wir laufen nur rechts rum beim Scharfschützengewehr. Genau, ich komme jetzt zu euch. Okay, kommt zum Scharfschützengewehr und wir gucken uns das mal ganz kurz an. Also, hier steht Rocket Beans. Das ist, glaube ich, Simon, oder? Mhm. Genau, so. Also, wenn ich... dieses Rumspringen. Marius... Hör auf. Er hört uns halt nicht. So, also, die Situation. Ich renne auf dich zu. Schuss, Schlag. Du bist nicht tot. Ich verstehe. Ich muss jetzt nochmal schießen. So, da gibt es jetzt mehrere Optionen, wie es schiefgehen kann. Ich schieße daneben, du schießt mich tot vorher. So, das ist schlecht. Also, ich laufe auf dich zu. Schuss. Ich könnte eigentlich schon schlagen, aber ich schieße nochmal und schlag dann. Dann bist du tot. Okay. Und das ist sicherer. Kann ich mal probieren? Ja, gerne, okay. Also wir sind hier bei der Sniper, kommt einfach zu der Sniper gerannt. Aber kann man ja eigentlich auch bei unseren Leuten probieren, oder? Kann ja, auch bei die haben keinen Aim Assist, das ist viel schwerer. Okay. Mach's bei mir bitte. Okay, Achtung, ja, also, dreh dich mal um. Genau, hier bin ich. So, soll ich jetzt auf den Kopf schießen, oder? Nee, ist egal, wohin du schießt. Drei Kopftreffer sind doch wahrscheinlich... Nein. Nee? Solange die Schilde nicht unten sind, macht alles gleich viel Damage. Okay. Erst wenn die Schilde weg sind, macht der Headshot mehr Damage. Okay. Genau. Also, du rennst auf mich zu und dann Schlag. Genau, so läuft das. Okay. Okay. Ja? Also es ist nicht immer ratsam, so bald zu schlagen, wie man kann, sondern manchmal überlegt man lieber. Das werdet ihr aber dann lernen mit der Zeit. So, dann die Battle Rifle, selbe Mechanik, aber 2 Salven dann der Schlag. Die DMR, das ist diese Marksman Rifle, die ich hier habe, da sind es, warte mal, ich glaube es sind 3, aber die schießt halt ein bisschen schneller. Also hier, machen wir Marius tot, wo ist der denn? So, also 1, 2, 3, ja, ist ausgewichen, aber es hat trotzdem noch gereicht. Das muss man beachten. So, dann, bei der Assault Rifle, da kann man jetzt nicht die Schüsse zählen, aber ihr kriegt ein Gefühl, wann das Schild eigentlich gleich poppen müsste. Also ich zeig's mal hier bei Budi. Ja. Also Budi, ich renne jetzt auf dich zu und ich schieße und dann der Schlag. So, das war die kürzeste Zeit, um einen zu killen. Das Schild war noch nicht richtig gepoppt,
aber die letzte Bullet hat es gepoppt und dann schlägt man. Das heißt, es ist die kürzeste Zeit. Okay. Und, darf ich fragen, schießt du hier mit R und machst dann mit demselben Finger R1 oder gehst du so rüber? Na, ich habe Bumper Jumper. So, bei mir sind die Schlagen und Springen auf diesen Tasten. Ja, also das habe ich. Oh, ach so, hast du das auch? Ich habe hier auf jeden Fall Schlagen, ja. Genau, und weißt du, wie ich drücke? Ich drücke hier Schießen und so Schlagen. Ich gehe nicht runter, weißt du? Ich drücke das so mit der Seite. Aber ja, das, okay, das wollte ich aber wissen. Ja, genau. Das müsst ihr euch nicht angewöhnen. Ist halt so ein paar Zehntelsekunden, die man sich vielleicht spart, wenn man den Knopf richtig drückt. Ja, nee, ist so. Schon okay. Man verdrückt sich dann auch nicht irgendwie. Genau. Kann ich mal ausprobieren, Mental, bei dir? Ja, sehr gerne, sehr gerne. Genau, ich stehe jetzt hier. Du hältst auf mich zu, mit der Assault Rifle am besten. Und dann versucht. Ja, genau, ja. Das war ein bisschen länger als zu lang. Genau, aber das ist halt wichtig. Diese Timings sind wichtig, weil das entscheidet halt, ob du den Kampf gewinnst. Da geht es wirklich um Zehntelsekunden, die so ein Match entscheiden. Noch eine Sache. Noch eine ganz kurze, dann machen wir direkt das nächste Match. Okay. Und zwar, ich komme jetzt mal wieder zu euch. Komm mal zu der Sniper bitte wieder runter. Also hier unten bin ich. Genau. Strafen. Also, genau das, aber auch das normale Strafen. Wenn wir so voneinander herlaufen, Strafe hat zwei Effekte, besonders in Halo. Also der erste Effekt ist ja, du wirst schlechter getroffen, ist logisch. Aber wenn du dich bewegst und du auf ein Ziel aimst, dann ist dein Aim Assist höher. Das heißt, es ist leichter zu schießen. Das wissen viele nicht. Wenn ich einfach stehen bleibe, meinen Controller nicht bewege, sondern nur zielen drücke und du an mir vorbeiläufst, dann bleibt das Fadenkreuz nicht so an dir kleben, wie als wenn ich mich selbst bewege und auf dich ziele. Das heißt, es ist leichter, jemanden zu treffen, wenn man sich selbst bewegt. Das ist erstmal kontraintuitiv, weil man denkt so, ja, hä, dann ist da noch mehr Bewegung drin. Aber versucht, die Bewegung vom Gegner auszugleichen und auf ihn zu schießen. Dadurch gibt es auch mehr Aim Assist und dadurch trefft ihr besser. Okay, das ist jetzt auch schon ein bisschen advanced, das müsst ihr nicht anwenden. Ich wollte nur, dass ihr es wisst. Nee, aber ist doch gut zu wissen. Ja, ja. Genau. So, dann eine letzte Sache. Wenn ihr mit jemandem kämpft, hier ist Rocket Beats, das ist Simon, ne? Komm mal hier bitte hier mit runter. Okay. So, geh mal ein bisschen weiter weg und nimm mal die Pistole und schieß mich mal bitte mit einem Magazin tot. Aber noch nicht, warte mal, ich lass mal das Schild aufladen. Okay. Ich sag, wann du anfängst zu schießen. Und du sollst mich einfach totschießen, so schnell wie du kannst. So, also fang einfach zu schießen. Also hast du gemerkt, es wird immer schwerer, umso mehr Bewegung ich mache. Also der perfekte Strafe, das ist so ein Z-Strafe. Also guck mich mal an, der ist so. Ich stehe vor dir, ich laufe nach da, springe oben in die rechte Ecke und dashe nach da. Das heißt, du machst so ein Z. Okay. Und dann ist es unfassbar schwer, jemanden zu treffen. Man kann eigentlich, also nur die besten Spieler können dann einen Five-Shotten, also perfekt killen. Okay, gut, das war's auch schon. Ich wollte euch nur noch mal ganz kurz ein paar Waffen erklären, weil es halt wichtig zu wissen, wie man schnell Leute killt. Und wenn man das halt übt, dann hat man das halt drin und dann kann man das halt sehr viel besser anwenden. Ja, sehr gut, sehr gut. Okay. So, der Marius hat uns alle abgeschossen zum Schluss nochmal. Was? Tja, ja. Der Schlingel. Hat er gemacht? Oder warst du das? Nee. Kurz hier zurück. Und dann starten wir das nächste Match. Ich hoffe, wir können ein bisschen die 7 Minuten überziehen bis zur nächsten Werbung. Ja, okay. Klaro. Super. So. Das sind jetzt alles Sachen, die ich erklärt habe, die werden jetzt sofort nicht funktionieren, weil das muss man halt trainieren. Das ist wie als wenn ein Stabhochspringer die Technik erklärt und dann kann man aber trotzdem nicht Stabhochsprung. Ja. Ja, also das ist einfach nur Sachen, wenn man das weiß, dann kann man halt darauf achten, dass man sein Spiel ein bisschen dem anpasst. Und irgendwann implementiert man immer mehr Sachen in sein Spiel. Auch es gibt noch mehr Techniken, so Ninja nennt man das. Also zwei Spieler sind hier und dieser Spieler guckt nach vorne. Von hinten kommt ein Spieler, schießt auf ihn. Der andere Spieler guckt nur auf den Radar, dasht zurück und backsmackt den. Und das sind halt so, aber das ist halt schwer. Ja, aber. Aber du kannst aus einer Situation, in der du null Chance hast, es komplett drehen und der Gegner stirbt. Das sind halt alles so. Das will ich können. Also man kann zurückdashen nach hinten. Ja, genau. Also wenn du von hinten beschossen wirst und du siehst ihn auf dem Radar, du siehst den Punkt, hochspringen, rückwärts dashen und einfach reflexartig schlagen. Nicht wenn du siehst, einfach reflexartig schlagen, dann das oft funktioniert das. Also aber ich sagte, es funktioniert nicht oft, aber es kann funktionieren. Okay, Eden, das war die erste Map, auf der wir verloren haben. Versuchen wir es jetzt mal besser zu machen. Wir bekommen natürlich immer härtere Gegner, weil wir jetzt halt schon zweimal gewonnen haben. Aber wobei, ja, okay, ja,
zweite Runde haben wir gegen zwei Bronzespieler auch gewonnen. Ach so, okay. Ja, alles da war klar, ein Silber oder ein Platin für Warriors und zwei Bronze, meine ich. Also, okay, alles klar. Aber das war jetzt. Gut, hier, ihr erinnert euch, draußen ist der Raketenwerfer. Die Sniper ist bei der Blue Base. Wir können wieder versuchen, die Blue Base zusammenzuhalten. Das Simon sniped oder wie ihr wollt. Ihr könnt euch das auch aufteilen. Du kannst auch gerne sniped. Du warst ja auch letztes Mal richtig. Ich würde sagen, wer sie in der Hand hat, sniped einfach los. Okay. Und, mir ist es auch immer so viel Druck. Wenn du dann so eine Waffe hast, musst du mit der dann auch ruhen. Ansonsten ein bisschen Last für dein Team. Also ab zur Snipe, oder was? Genau. Jetzt bitte umdrehen, nach rechts durchlaufen, nicht zur Snipe laufen. Und hier durch, wir müssen nach außen erstmal den Raketenwerfer wieder sichern. Okay, die Sniper ist nämlich bei denen. Da kommen wir nicht so schnell hin. Verstanden. Okay. Okay, ich bin beim Raketenwerfer. Mir kommt einer entgegen. Ja, hier sind vor mir ein paar. Ja, zwei Stück sind weak. Sind da. Achtung, einer kommt auch so, von meiner Ecke aus. Ja, ich hab jetzt hier die Snipe, er hat die Snipe, Vorsicht, ich muss mich zurückziehen. Ist er in der Ecke? Ja. Ich hab ihn. Ich hab ihn mit der Rockets bekommen. Sehr schön. Oh, da kommt einer kommt. Wo? Oh, von hinten. Oh, der ist hinter dich. Ich hab ihn aber, leider zu spät, aber wir haben ihn wenigstens bekommen. Wo ist er? Achso, da ist er. Okay, Vorsicht, von Blue kommt einer. Einer ist bei der blauen Biegung. Ja, genau, bei der blauen Biegung. Der rennt jetzt weg, der ist weak, ich hab ihn. Okay, so jetzt sehr bitte schön. Alle Richtung Blue Base. Bitte alle Richtung Blue Base kommen. Okay, ich warte hier auf euch, bin da gespawnt. Ja, genau, zwei Stück habe ich hier bekommen. Simon, du bist hier. Ich hab grad den Ort, ich weiß gar nicht, wo wir sind. Genau, also Simon, siehst du mich? Ich hab den Mental Service Tag. Und da ist die blaue Base. Okay, ja, ich komm hin. Also wenn ihr erstmal fightet, dann fightet ihr erstmal zu Ende, das ist auch in Ordnung. Hier, Simon, hier bin ich. Oh, ich hab geschossen. Kümmert ihr euch um, ich komm gleich hin. Catwalk. Ja, Catwalk, genau. Top Catwalk ist einer. Da schießt immer noch, schießt drauf. Immer noch drauf, muss mich verziehen, er hat mich. Fuck. Sehr schlecht. Okay, Marius ist oben, der den, bekommt ihn, glaube ich? Weiß ich nicht. Genau. Simon, du bist bei mir. Hast du mich geschossen? Ich habe mich ins reingeworfen. Oh Gott, einer hinter dir, Metal. Oh shit, ich bin leider auch gestorben. Ich habe die Rockets verloren bei der blauen Biegung. Versuchen wir mal bitte Richtung in die Blue Base zu kommen. Okay. Ja, weil dann kämpfen wir wieder gemeinsam und gemeinsam sind wir stark. Ihr seid alle tot. Wo seid ihr? Ja. Okay, Metal, also ich bin Top Catwalk. Ich bin hinter dir. Ja, ich auch. Die sind bei Red gespawnt im Red Nest. Wir laufen jetzt Richtung Blue, bitte. Alle Richtung Blue. Bin in Blue. Ja. So, Marius kommt bitte mit zu uns. Achtung, die holen sich jetzt den Raketenwerfer. Ja, genau. Ja, genau. Wir müssen jetzt von weiter weg schießen. Beim Raketenwerfer bitte nicht zu nah rangehen. Genau, Budi, du stehst da gut. Du kannst auf die schießen. Na, aber die Raketen, das ist halt gefährlich. Aber trotzdem. Sie kommen in Blue rein, zwei Stück. Mit Raketenwerfer, Vorsicht. Ja, ich bin okay, einer. Der hat mich getroffen in der Luft. Okay, das habe ich ja selten gesehen. In Blue ist einer drin im Raketenwerfer. Zwei Stück jetzt in Blue drin, einer weak. Genau, okay, einer ist tot, sehr gut gemacht. Mit der Pistole übrigens auch. Ja, ich spiele jetzt mehr mit der Pistole. Ja, das ist echt besser. Mir gut. Und. Rocket Launcher, vorsichtig. Vor der Blue Base ist noch einer, glaube ich. Einen habe ich. Achtung, Mantel. Oh, ich bin leider weak, aber der ist in der Ecke. Wenn ihr rausgeht, bitte auf den schießen. Ah, er ist immer noch da. Er ist, okay, zwei. Immer noch Blue. Wir kommen von Blue jetzt rein wahrscheinlich. Ja, das ist gut. Ah, zu lang. Du hast ihn. Super gut. Okay, ich bin hier beim Eingang Blue. Ah, ich sehe einen. Und hab ihn. Nice. Einer kommt von unten durch ein. Achtung, Vorsicht. Ich wurde irgendwie. Hab ihn. Einer ist hinter euch, unter euch. Hier. Ja, ich sehe ihn. Angeschossen. Der hat die Shotgun. Bitte nicht chasen, also nicht hinterher rennen. Der hat die Shotgun. Bitte nicht zu dem hinrennen, ja? Also schön auf Distanz kämpfen. Marius. Sehr Rocket. Gut. Ah, sehr gut, nee. Ich weiß es, ich komme nicht zu euch. Jedes Mal werde ich auf dem Blöden auf dem Gang abgeschossen. Hier oben ist einer drin, der ist gedroppt jetzt vor die Blue Base. Simon, wenn du jetzt spawnst. Bin beim Launcher. Ich komme jetzt zu euch. Hier von hier aus. Genau, sehr gut. Genau, komm jetzt hier zu uns. Genau, Die kommen hier unten lang. Ja. Von unten. Sehr gute Granate. Jawohl, hat geklappt mit dem Timing. Hier ist einer oben. Scheiße, der Spacko hat mich. Stirbt er oder was? Okay, hat er. Ja, ist weg. Okay, er ist weg. Sehr gut. Ich komme einer unten in die Blue Base rein, der hat die Snipe. Vorsicht bitte. Nicht zu weit rausgucken. Ich umlauf ihn. Oh, shit! Es tut mir voll leid. Er kommt oben rein. Achso, der ist hier oben. Oh, hab ihn. Von hinten kommt noch einer. Ja, danke, Mende. Top. Ah, okay. Das war sehr dumm. Achtung. Ich bin einfach vorbeigesprungen. Okay, der ist auch tot. Schön im Blue fighten. Nix geht. Schön im Blue fighten. Bleibt zusammen, helft euch. Assists sind wichtig. Draußen ist einer. Wir schießen ein bisschen. Ich schieße die Deckung runter. Die sind auch draußen. Jetzt seid ihr ja beide draußen. Ja, wir kommen wieder rein. Ich kämpfe nur so lange. Hinter dir, Metal. Sehr gut. So.
Ich kämpfe nur so lange. Warte ich einfach hier im Blue oder was? Genau, und du schießt immer, du guckst immer, du piekst ein bisschen raus und schießt mit halt. Und wenn du aber merkst, du brennst nicht, dann hast du immer einen Rückzugsort im Blue rein. Da kommt einer draußen. Vorsicht, nicht so nah. Alter, Schrotflinte, nicht so nah rangehen. Hab ihn auch. Hab ihn, Abia. Alter, ist sie mächtig, ey. Achtung, Metal, einer ist über dir. Ja, ich muss leider vorne fighten, da sind zu viele. Die sind jetzt reingedroppt im Blue. Nicht im Blue reinlaufen, da, okay. Die kommen jetzt alle rein. Jetzt von außen schon reinschießen. So, die laufen jetzt zu Top Catwalk. Die sind jetzt vielleicht über euch. Vorsicht, ihr müsst da ein bisschen weg. Also du kannst mit... Ja, der Shotgun. Ach, Shotgun, keine Chance. Okay. Mantle, ich komm zu dir. Mantle, wartest du kurz auf mich? Ja, Shotgun ist weg. Ja, warte, ich komm zu dir. Die haben wieder den Raketenwerfer. Ja, der kommt in die Base hier rein. Achtung, nicht hinlaufen, bitte. Jawohl, er ist tot. Sehr gut gemacht. Kontakt wird angeballert. Ey, man ist hier so schnell tot! Ja, also die haben die, Fuck! Oh, ich bin gestorben. Match. Verdammt, ich hab den Raketenwerfer verloren. Bei meinem X liegt der Raketenwerfer. Okay. So, bitte wieder zusammenbleiben. Wir sind bei Blue. Bitte bei Blue jetzt geschlossen. In Blue rein? Ja, genau, in Blue rein. Und wenn wir einen sehen... Halt, ne? Ob Top Catwalk ist einer? Der hat den Hydra-Launcher. Nicht rausgucken zu weit, der kann euch anlocken. Unten kommt einer, den habt ihr. Oben kommt einer, der Rocket. Schon weg. Ey, die kamen gleichzeitig aus allen drei Richtungen. Ja, die haben halt wirklich viel Power-Weapons. Also das ist halt das Problem, die haben sehr gute Power-Weapon-Control. Wir müssen versuchen, die Power-Weapons zu Rocket Launcher kommt in 4, aber sie kommen gleich. Okay, ich schnapp sie mir, ne? Ja, genau, nimm sie. Sehr gut. So, ich versuche jetzt ein bisschen zu schützen. Budi, lauf mit mir mit. Oh, okay. Budi, lauf mit mir mit Richtung Blue, okay? Ja, komme. Okay. Oh Mann, der Achtung, einer ist im Blue und hat absolut keine Energie mehr. Ich sehe ihn, ich hab ihn. Okay, ich bin bei dir, Mantle, ne? Der hat die Schrotflinte und Sniper. Ja, die Sniper nehme ich ihm weg und jetzt haben wir... Oh. Kontakt hinter dir! Oh, hab ihn. Krass. Du hast ihn, Alten, ey. Ja, das ist so ein bisschen so... Hier, unter uns! Jawohl, ich hab ihn. Sehr gut. Da kommt noch einer rein. Alter. Gerade alles zwei gut. Stück im Blue. Ja, ich hatte die doch nicht fucking... Der Rocket Launcher liegt da noch im Blue. Oh, wir haben überlebt. Okay. So, schön zusammenbleiben. Oh, draußen sind welche. Ich brauche Hilfe am Eingang, am Blue-Eingang. Bitte naden. Komme. Bitte. Ich bin da. Ja. Schön mitschießen. Nicht zu stark rauspushen, bitte. Weil die stehen da zu zweit. Also die schießen uns sonst... Boah, die stehen alle hier draußen, ne? Aber zu viert. Yes, einen habe ich. Jawohl, sauber. Zurückfallen lassen. Hier vorne ist noch einer. Noch ein. Ah, Fischers hat ihn. Sehr gut. Ich bin auf dem Catwalk. Ja, genau. Auf Catwalk schießen, bitte. Alter, sehr gut. Schön mit der Shotgun. Sauber. Okay, ist ja alles gut. Achtung, einer kommt zum Eingang. Oh, ich muss hier weg. Ich sterbe sonst. Oh, okay, ich habe überlebt. Okay, schön im Blue Base bleiben. Läuft gut, Jungs. Ich guck gerade hinten auf hinten. Da Richtung Catwalk was kommt. Einer kommt zum Eingang. Kontakt. Ich hab die Sniper verloren. Draußen ist einer weak bei Blue Band. Fuck! Ah, die kommen von Blue von hinten vom Catwalk. Ja. Die kommen von oben rein. Die kommen von oben in die Blue Base rein. Die haben's, die haben's. Genau. Versucht aus der Blue Base rauszukommen, wenn ihr. Der Fischer ist noch da. Nee, ist auch weg. Der Marius hat noch ein paar weggeräumt, glaube ich. So, in 15 Sekunden kommt der Raketenwerfer. Ah, Blue Band, ey. Der ist aber auch schon gut hier. Da sind echt ein paar Leute dabei, die echt gut sind von denen. Okay. So. 40-38. Jetzt ist wichtig, nicht mehr zu sterben. Zusammenbleiben. Wir gehen jetzt mal in Red Base rein, weil wir können nicht in Blue reingehen. Bitte also mal Red Base, bitte in Red Base reinkommen. Ich hoffe, Marius rennt jetzt nicht alleine rein. Ich habe jetzt hier die Hydra. Das ist. Jetzt bei mir der Blaue. Wo seid ihr? Ich dachte, wir laufen alle zusammen. Nee, Red Base. Ja, ich bin war ja auf Weg zu Red Base. Der kommt übrigens. Nee, du jetzt. Läufst zu Blue Base. Nein, ich bin tot längst. Aber ich war auf Weg. Aber ja, okay. er ist noch okay. Er kommt. Ich bin noch in Red Base, ne? Okay, einen habe ich hier draußen. Genau, ich komme wieder zurück in Red Base. Catwalk ist einer. So, ja, genau. Schießt auf den auf Catwalk, wir schießen mit. Alle schön. Achtung, Vorsicht. Sniper ist ganz weit hinten. In Blue Base. Nicht am Fenster zeigen, bitte. Das ist zum Kotzen, ey. Ja, einfach ruhig zusammenbleiben. 42-44. Jetzt muss das Spiel super langsam werden. Simon kommt zurück zu uns. Wir werden das Spiel jetzt... Oh, Kontakt! Ich wurde angeballert, ich weiß nicht woher. Wurden gesniped. Nicht am Fenster zeigen, bitte. Simon, bitte vom Fenster weggehen. Oh, hier unten ist einer! Ich hab ihn. Ich raff's einfach nicht. Alter. Das war der Rocket-Typ. Ich hab ihn. Okay, bitte zusammenbleiben. Am Fenster, der Scharfschütze, gehst vom Fenster weg, kriegst eine Rakete in den Arsch. Ja, das ist halt jetzt... Jetzt ist halt kritische Phase. 43-43. Marius ist hier. Marius macht's richtig. Er stellt sich jetzt hier oben auf. Bitte kommt zu uns. Wo seid ihr gespawnt? Ich muss leider unten durch. Ich hoffe, ich schaff's. Bitte vorsichtig, ja. Also.
Ich wurde gesniped. Verdammt, ich bin so ein Vollidiot. Die stehen draußen mit der Sniper und schießen hier noch oben drauf. Der steht auf der Bluebase ganz oben drauf. Bitte nicht zeigen. Ich gehe nirgendwo hin. Gar nicht zeigen, genau. Jetzt hier zusammenbleiben. Budi, nicht rausgucken, bitte. Nicht rausgucken. Scheiße, sie wissen, wo ich bin. Ja, okay, bitte nicht rausgucken. Wir bleiben hier alle zusammen. Okay, bleibt hier zusammen. Okay, zusammenbleiben. Ich gucke ein bisschen, ich deck hinten ab, ne? Und sag, ja, was kommt. Oh, ich brauche Hilfe bei der blauen Biegung hier. Bitte Pistole mitschießen. Oh Gott, ich werd sterben. Oh. Von hinten! Einen habe ich leider noch mitgenommen. Fünf. Ah, verdammt, die kriegen uns. Komm schon, wir kriegen noch ein paar Frags. Schaffen wir noch. Die brauchen noch einen Kill. Jetzt darf keiner von uns sterben, Leute. Was seid ihr? Keine Chance, Leute. Ja, bleib zusammen. Okay, gut, Marius vielleicht schaffen wir es. Ja. Ich habe die Shotgun. Marius schleicht jetzt rein. Einer ist im Blue. Den sehe ich auch. Nee, Marius jetzt nicht kriegen. Ah, jetzt ich versuche Marius zu helfen. Komm hinterher, Mantel. Ah, der hat Marius bekommen. Okay, mega knappes Game. Hey. Das waren aber auch, also die sind stark. Die haben alle Power Weapons gehabt. Und wenn die Power Weapons haben, ist es schwer für uns, das durchzusprechen. Ja, aber ich glaube, ich war hier, ja, man sieht es auch hier. Ich habe obwohl 9, ja doch. Also ich habe 16 Tode, ich habe denen einfach Punkte geschenkt. Ich habe irgendwie nicht reingefunden. Keine Schuldzuweisung, das ist... Nein, ich nehme ja die Schuld auf mich. Ich sage ja nur, dass... ich habe auf jeden Fall denen Punkte geschenkt, ne? Weil ich irgendwie, teilweise war ich weit weg und wollte dann zu euch. Ich habe einmal falschen Weg genommen. Dann ja, aber wie gesagt, auf der Map ist auch schwer, wenn man getrennt spawnt, es zu den Teammates wieder zurückzuschaffen, ohne zu sterben. Aber was hier der Knackpunkt war, die hatten immer Power Weapons. Die haben immer die Sniper geholt, haben immer Rockets geholt. Das war halt Fehler von mir. Ich hätte da besser auf die Zeiten achten müssen, weil man kann die Zeiten ja abpassen. Ja, Map Control halt. Ja, genau, die haben halt Weapon Control, Map Control gehabt. Wir sind im Prinzip die ganze Zeit nur so geflüchtet vor denen und die hatten halt die ganze Zeit die Waffen. Gut, die hatten auch unglaublich gutes Timing. Ich meine, die sind wirklich immer bei Blue. Jetzt sind die teilweise vier Leute gleichzeitig rein. Du hast das nächste Spiel schon geladen, ne? Ja, möchte ich auch. Achso, nee. Wir müssten eigentlich kurz auch nochmal an die Pause gehen. Nee, ist nicht schlimm, dann machen wir kurz Pause und danach geht's hier direkt weiter. Direkt weiter.